So, da sind wir auch schon wieder. So, wieder. Da. So. Irgendwie hat es mich rausgekommen, keine Ahnung, was das war. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ich wollte... jetzt habe ich wieder... Ja, klar. Ich habe vorhin mal was ausprobiert gehabt auf... fertig. Steuerung. Auf E legen, fertig, okay. Ich habe vorhin mal was ausprobiert gehabt, wahrscheinlich hat das auch Nachfolgen. Ich habe nämlich auf Ender, wenn wir noch keinen gefunden, und testen. Ich habe vorhin irgendwas ausprobiert mit der ganz alten Version, deswegen hat es bestimmt irgendwelche Folgen oder so. Ups, ja, das war nicht sehr intelligent. Ich nehme mal ein bisschen Holz hier raus. Oh, ich hoffe wirklich, das kann nicht geklaut werden. Das wäre echt doof, wenn ich dann wieder nachher heute Nachmittag hier ankomme oder so. Und dann wupp alles weg. Denkst du dir so, okay, gut, danke für das tolle Geschenk. So, nehmen wir uns mal den hier noch. Und dann tue ich hier einfach mal, auch wenn es nicht unser GS ist, aber ich meine, ich hoffe, keiner klaut uns das jetzt hier. Das machen wir alles noch zu unserem GS. So. Ich mache hier mal zu, dann sieht man von unten vielleicht gar nicht so und dann fällt es auch keinem auf, dass hier was ist. Machen wir hier das Wasser rein. Moment. Unendliche Quelle. So. Dann packe ich kurz alles wieder rein. Nehme nur die Hälfte der Schnitzel mit. Man darf ja, will ja nicht sterben unbedingt. So, jetzt esch aber erstmal was. Dann sterbe ich hier wirklich noch. Und dann gehen wir das jetzt mal an hier und gehen nach unten. Oh, eigentlich kann ich mir so rumspringen, wie das ist. Ich habe mich jetzt Ewigkeiten rumgedrückt davor zu springen und zu jumpen und sowas. Weil ich Schiss hatte zu sterben. Flup. Und flup. So, jetzt holen wir uns mal ganz hier Schaf und so ein Zeugs. Gibt alles Punkte. So, du auch. Komm her. Was die Wolle? Wolle? Wolle, Wolle? Hab ich schon? Hab ich schon? Anscheinend schon. So, gut. Oh, es ist wunderschön, einfach mal wieder hier springen und hüpfen zu können. Ohne der Gefahr zu laufen. Ich sterb gleich, weil jetzt haben wir ja... Eine Eisenrüstung habe ich ja an. Und ja, ab morgen wird dann wahrscheinlich... Also hoffentlich... Vorsicht, ich sehe gerade nichts. Ja, jetzt habe ich hier gemerkt, dass der nächste Moment gerade anscheinend... So, jetzt haben wir wieder auf halb hell. Sollte der halbwegs was sehen wieder. Ab morgen, also ab nachher, es ist ja jetzt 1.10 Uhr. Ich denke mal, wenn ich, mache ich die Aufnahme. Ich weiß nicht, wann ich die Aufnahme mache. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es nicht allzu spät wird. Und dann hoffe ich, dass der Wolke mit dabei ist. Oder vielleicht der Vendetta. Ich weiß nicht, wer von denen Zeit hat oder so. Der Wolke wird auf jeden Fall mit in die Gilde reinkommen dann. Und dann muss ich sowieso dieses Ganze im Forum die Gilden anmelden und so, finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich meiner Gilde dazu geben soll, so. Ich hatte eher so, ich hatte so ein bisschen so Skyrim-mäßig gedacht, so eine verschneite Berglandgilde. Also nicht verschneit, aber so eine abgelegene Gilde in den Bergen. Bekannt, aber nicht wirklich in Aktion, so nach dem Motto. Also jeder kennt die Gilde, aber eher so eine Verteidiger-Gilde, weißt du wie? In den Bergen frisst ihr der Dasein, bleibt da, solange ihr nicht angegriffen wird, alles schön und gut. Ansonsten sehr kampfstark, hatte ich mir das eigentlich so gedacht, so. Ist ja natürlich, natürlich eine Frage der Skills und so, aber es war so der ursprüngliche, das ursprüngliche Ziel von dem, was ich versucht habe anzustreben. So. Flupp. Da haben wir eine unendliche Wasserquelle. Nächstes wäre jetzt dieses. Und eigentlich müsste ich ja alles anpflanzen können. Ist halt doof, dass ich es
Ganz ehrlich, ist halt ein bisschen doof, dass ich durch Let's Play zeige, wo ich mein Zeug anbaue und dass die Leute wissen, was protected ist und was nicht. Weil so kann man jetzt natürlich jetzt das hier alles nehmen, wenn man möchte. Ich hoffe, es ist keiner so gemein und tut das. Aber nur ein bisschen auf dem PvP, damit muss ich leben, wenn das passieren sollte. So, ist ja meine eigene Schuld, ne? So, okay, dann haben wir ein bisschen Weizen gepflanzt. Dann würde ich sagen, Kakao habe ich mir vorhin geholt. Ich war vorhin im Dschungel, das kannst du keinem erzählen. Ey, Quatsch, im Dschungel, ich war vorhin im, da im Sumpf, da drüben, da der Sumpf da. Wir haben also ziemlich alles in der Nähe hier. Oh, ich könnte sogar hier vielleicht runterspringen. Ein Creeper, ein Creeper. Die geben Punkte, die geben 4 Punkte. 2 Punkte geben die. Die darf ich mir nicht entgehen lassen. Creeper, komm her, los. Spring der da runter? Ich hole ihn mir. Es ist ein freudiges Wiedersehen darauf. Es ist einfach dieser Rebellenkampf. Beide wollen sich töten, kommen sich aber gerne näher. Ich bin schlauer als du. Ich grab mich nach oben. Ja. Lassen wir das mit der Intelligenz. Ist doch nicht so mein Fall. Okay, gut. Ja, mach doch mal einen ruhigen, Süßer. Ich bin doch schon auf dem Weg, mein kleiner Schnucki, du. Habe ich ihn getötet? Ja, habe ich. Wunderprächtig, wunderprächtig. Ich habe ja auch ganz, was ganz lustig ist, wir können ja mal hingehen, jetzt wo wir gerade die Zeit dazu haben. Müsste theoretisch, wenn ich mich nicht irre, hier sein. Ich habe mich schon riskant mehrmals verlaufen. Also was ich ganz nicht so toll finde, muss ich sagen, also wie ich das mitbekommen habe, ist Riskaria nicht für immer. Das heißt, man kann sich gar nicht richtig irgendwas aufbauen oder so. Es bringt alles nichts, weil im Endeffekt wird es eh wieder gelöscht. Das finde ich ein bisschen suboptimal, muss ich sagen. Also ich hätte mir da schon gerne eine wunderschöne Gilde aufgebaut, so mit Schankraum und so und Festsaal und allem möglichen. Aber wie ich das mitbekommen habe, ist die Gilde ja, ist das irgendwann wieder vorbei. Fände ich sehr, sehr, sehr doof. Ja, die Höhle da unten ist ein Kunde. Ich zeige euch auch gleich mal warum. Ich such's gerade bloß. Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Mietz. Ich weiß nicht, ohne Grund gerade. Ach, da ist es ja. Ja, darf ich vorstellen, das ist der Mietze, ihr Palast. Wer hat's denn hier gemacht? Hat sie Aggression gehabt wahrscheinlich. Alles vernichten. Ich kletter mal hoch. Not bad, okay, sie macht, tut sich schon mal einiges aufbauen. Wie lange müssen die gekämpft haben, um sich so ein GS leisten zu können, ne? Krass. Okay. Ja, also das ist der Miet-CGS, wollte ich mal zeigen. Das ist also gar nicht so nah an unserem. Die Blue Suns waren hier. Schade, dass ich kein Schild dabei habe. Noch irgendein Schild. Ich geh mal kurz das probieren. Oh! Das ist gar nicht mehr EGS. Ich baue es natürlich wieder hin, ich mach's nicht kaputt. Aber es ist gar nicht EGS, gut zu wissen. Ich könnte grieven. Grieven. Moment, jetzt will ich mal probieren. Okay, das ist geprotected, alles klar. Ich wollte gerade gucken, ob Mietze vielleicht ihr Haus gar nicht protected hat. Das wäre natürlich krass. Das kann man natürlich machen, dass du so ein riesen Haus baust. Im Endeffekt ist es gar nicht protected. Aber es ist an allen Ecken protected, wie es aussieht. On allen Ecken ist es protected, Digga. Ich hätte es auch nicht kaputt gemacht jetzt, ne?
Ich hätte mir jetzt maximal... Leder. Und 17 Bäume, geil. Und Schafe. Ich hätte der Miets maximal ein Bündnis vorgeschlagen, unsere beiden Gilden, wenn sie das möchte. Sie hört sich das ja eventuell an, gerade hier. Ich weiß es nicht, ob sie so viel Zeit hat in ihrem Leben, sich das auch noch reinzuziehen hier. Aber, da wir eh so nah aneinander sind und ich Miets das Bauweise auch ziemlich cool finde, hätte ich ihr auch gerne ein Bündnis... Oh, es ist laut gerade. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Fürchterlich. Hätte ich hier gerne ein Bündnis vorgeschlagen. Warum nicht? Kann man ja machen. Ich habe gesehen, dass es im Forum auch Kriege zwischen zwischen Gilden gibt. Warum sollte man also zwischen zwei Gilden kein Bündnis hervorrufen können? Um sich gegen andere Gilden zu wappnen. Also, liebe Mieze, wenn du Lust dazu hast, dann sag mir das doch mal. Ansonsten schreibe ich dich vielleicht nochmal an oder was weiß ich. Auf jeden Fall hier der Ruf an alle anderen Gilden, die das merken. Ich, also die gerade zuschauen hier, ich schlage hier mit der Mieze offiziell ein Bündnis vor. Einfach mal so, weil ich Spaß dran habe. Hätte auch schon Anfragen gekriegt, ob Leute in meine Gilde kommen können. Ich weiß es noch nicht, wen ich reinlade und so, weil ich noch gar nicht weiß, in welche Richtung meine Gilde gehen soll. Ob ich da irgendwelche speziellen Vorlieben entwickeln möchte für meine Gilde. Deswegen lade ich erstmal, außer meine privaten Freunde natürlich, niemanden ein. Seid mir nicht böse deswegen. Ist halt nur was mal zu gucken, wie es halt jetzt weitergeht. So, man, dass wir hier ein bisschen Baum ernten. Baum, 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 baum. Baum. So, wunderschön, jetzt mal um. Wir haben noch 8 Punkte, das heißt, wir könnten uns noch eine Erweiterung holen mit 8 Feldern. Das wäre schon mal was. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen kämpfen. Das machen wir morgen dann. Vielleicht, wenn der Wolke dabei ist und in die Gilde beitritt, dann kriegt man die Gilde auch schneller zusammen. Ach, natürlich. Deswegen kriegen die ihre Gildenhäuser auch so schnell zusammen. Ist ja logisch. Wenn die zu 5. oder zu 6. oder vielleicht sogar zu 10. in der Gilde sind. Es gibt ja auch Gilden, die haben richtig viele Mitglieder, soweit ich das gesehen habe jetzt. Kriegen sie natürlich wesentlich schneller ihre Punkte zusammen. Ich kann nochmal ganz kurz gucken. Moment, wir haben hier... Wie war das? Guilds Top. Genau, da sind sie. Blue, The Army, Anderson, Guild Green, Darkfighters, Wind. Also Kühlschaf und Schweine finde ich genug in Riskaria. Abesom. Ach, nach Kills ist das okay. Und wie tue ich dann... Geht nur noch Kids. Du, mal kurz antworten. Ui, na dann. Ich habe jetzt Holz gesammelt, das wollte ich haben. Den gehen wir wieder hoch zur Gilde. Ja, und ich hoffe mal, dass wir eine recht berühmte und große Gilde aufbauen. Und ich hoffe mal nicht, dass die Gilden irgendwann wieder gelöscht werden und das alles von vorne beginnt. Das ist ja schon doof, weil im Endeffekt, wozu baust du es ja dann auf, wenn es im Endeffekt eh wieder gelöscht wird? Das ist schon doof. Hole ich mir immer Fleischnachschub. Ich hätte eine Idee, vielleicht hole ich einen White in meine Gilde mit rein. White? Bist du schon in einer Gilde? Mal einfach mal fragen. Wow, ganz ruhig. Ich kann ja mal zu einem Gilden GS einladen, ohne ihn natürlich zu kloppen. Muss man mal schauen, wenn man sich... White ist natürlich gerade, weil er ja hier der Nachschubsexperte ist, ist er natürlich, der hält dann natürlich gleich seinen Rang weg. Ich gehe aber auch in keine, da ich Owner der ganzen Stadt bin. Das wäre ziemlich unfair. Oh. Ach so. Okay. Gut, damit hat sich das erledigt. Das wusste ich natürlich nicht. So, jetzt hier, das hatte ich nämlich vor. Momentan ist es ja nur so ein Aufbaugelände hier. Mehr ist es ja nicht.
Moment, ich baue mal ganz kurz ein paar Bäume hin oder einen Baum. So, und dann nehme ich mir nämlich den das da und dann können wir uns nämlich Kekse machen, dann haben wir wenigstens erstmal genug. Ja, ich weiß, die beiden kann man hier klauen. Ich hoffe mal, wenn jemand klaut, dass er wenigstens die Dinger wieder hinhängt. Ist das eigentlich, kann ich hier drauf springen? Ja, passiert nichts, okay. Oh, habe ich nicht mal genug, okay. Auch kein. Siehst du, ich könnte mir noch ein bisschen Faden holen. Eine Spinne wäre nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich angeln, das würde auch nochmal Essen geben. Könnte theoretisch die Deko in der Stadt abbauen, hätte damit verschiedene Tränke und heftig verzaubertes Dia-Equip. Ja, das könnte er tun. Das glaube ich macht er aber nicht, das wäre nicht so intelligent. So, ich frage mich auch, soweit ich das gesehen habe, daher gehe ich in keine Gilde, dann kann es keine Schreitereien geben. Okay. Wusste ich ja nicht. Mir kommt weniger auf die Fähigkeiten an, sondern um den lustigen Haufen. Darum dachte ich, du wärst ein Kandidat. Doch das ändert natürlich alles. Natürlich. So, okay, jetzt muss man gucken hier, dass wir irgendwas finden, was wir noch kloppen können. Und dann beende ich auch gleich, weil so lange möchte ich gar nicht aufnehmen. Ne, wir wollen ja später noch. Oh, guck mal, hier habe ich noch ein paar. Nehme ich mal mit. Immer schon für morgen so ein bisschen was, also für nachher so ein bisschen was vorbereitet. Zumindest ein kleines GS haben, auf dem wir arbeiten können. Und dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das Karja veröffentliche. Ob ich es auch einfach zu den normalen Magic Mine packe oder. Blitz. Selten. Ob ich es zu normalen Magic Mine packe oder ob ich es auch nochmal extra mache, weil das wäre echt krass. Wenn ich es nochmal extra machen würde, dann hätte ich ja noch ein Let's Play mehr. Ich glaube daher, dass ich es einfach damit, dass ich dann irgendwie noch Reskaria in den Titel reinschreibe, jedes Mal, wenn es Reskaria ist. Ja, das hast du dir ja selbst zuzuschreiben, ne? Aber ich bin froh, dass du es machst, weil mir gefällt Reskaria. Enderman. Kriegen wir den? Ja, schaffen wir, oder? Enderman? Nicht zu nah. Da ist er, okay. Boah, Alter, ist ja laut. Aua. Ich habe einen Enderperle bekommen. Alter, habe ich Schiss gekriegt gerade, dass ich den nicht mehr getroffen habe. So, ich darf mich. Ah, okay, da ist die Mauer. Das heißt, ich kann mich gar nicht so richtig verlaufen. Okay, ich wollte sowieso in die Stadt und noch ein bisschen Punkte kaufen. Ist die Folge ja doch ganz lustig. Hab erfahren, was du bist. Und Mizes Gilde nennt BND Antrag.